Na, wie sieht's aus? Ich möchte die Dinos so schnell wie es geht auf die Welt loslassen. Die Rache wird mein sein. Oh, Flo, warte. Siehst du das? Ich glaube, es ist eine Kommandozentrale. Das ist ein Selbstzerstörungsknopf. Ich weiß nicht, wir rennen jetzt einfach. Ich habe jetzt gedrückt. Oh Gott, es explodiert. Oh Gott, es explodiert. Ronja, und wir haben letzte Folge einen komischen Kompass gekriegt, aber ja, ich weiß auch nicht, das war irgendwie ganz merkwürdig. Das war interessant. Aber ich meine, es wird schon alles gut gehen jetzt. Ja, ich meine, jetzt ist der Kompass da, aber wir haben ganz normal Matheunterricht, hallo. Also schätze ich mal. Hallo. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Nee. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe ganz tief in der Nase gebuddelt, kommt das raus. Oh nein. Was ist denn das? Oh nein! Was hat ihr getan? Oh Gott! Ich glaube, sie sitzt wieder in die Nase. Ja! Nein, danke, ich, nein, ich will das nicht, danke! Oh! Du hast Gott, ja, ich weiß, ich muss angefasst, oh, das ist ja ekelhaft! Ich will nicht auf meinem, ich setz mich jetzt hier hin, mein Tisch, da war das Nasenfleisch drauf, das war nicht so lecker. Also, heute machen wir Minenarbeit. Was? Also. In der Mine finden wir meistens dieses Gestein. Okay. Darüber kommt wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich kommt dann dieses Gestein. Okay. Hä, und, Mine, und wie heißt das Gestein? Es sind Steine. Man kann in der Mine auch sowas finden. Ist das nicht Matheunterricht eigentlich? Heißt nicht Geologie? Weiß man vielleicht. Weiß ich vielleicht. Die Erdkunde. Die Erdkunde. Ist Erzeis. Was? Die Erdkunde ist nicht. Du sitzt gleich 2 Monate nach. Also, bitte seid leise. Wie viel ist 2? Ja, er versucht Mathe zu machen, also immerhin, ha? Also, weiß vielleicht wer, wie dieses Erz heißt? Gebarren. Das ist Holz! Hast du eigentlich in der Grundschule irgendwie aufgepasst? Oh mein Gott, Flo, der Kompass leuchtet. Ich war nicht in der Grundschule! Oh mein Gott! Wir müssen in die andere Welt. Was, in der Baumschule? Ja, aber warte, aber. Und ich sehe gerade, es gibt hier ein interessantes Gespräch. Wir müssen. Ich verpassen. Okay. Oh Gott. Wir müssen schnell rüber, wir brauchen irgendeine Ausrede, wie wir hier rauskommen. Ich check den Kenner, der sich beschäftigt mit dem Typ. Wie nennt man das? Brauchst du ein Basketball? Ja, ich glaube, wir können einfach gehen. Schau, du hast recht. Sie werfen die Tasse. Mach einfach die Tür. Also ist keine Toilette. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Spaß gemacht, ich will nochmal. Oh Gott. Ja, okay, dann lass einfach schnell rübergehen. Ich glaube, das kriegt nicht. Jetzt habe ich Lulu gemacht. Ja, ich auch nicht. Hey, wo war das hier? Ja, das war hier, hier rechts um die Ecke. Also hinten beim Hausmeisterraum. Okay. Ah, guck, der Gang ist sogar auf, dann können wir hier einfach durch. Und. Warte, da ist sogar die Fee. Hallo! Tarnfee. Hallo! Wir bräuchten quasi Äpfel. Ja, schnell, der Hausmeister ist schon dort. Er macht sehr böse Sachen. Oh nein. Okay, danke schön. Gut dann. Was? Oh Gott, irgendwie, ich gewöhne mich da nicht dran. Das ist jedes Mal ein fieses Gefühl. Gott, wo sind wir hier? Was ist das? Oh oh. Oh Gott. Es ist irgendwie nicht so schön. Okay. Okay. Oh, pass auf, dass du dich runterfällst. Warte, ist hier in der Mitte kein Glas? Ich glaube, das ist halbwegs sicher, aber. Oh Gott. In allem, was wir haben hergestellt und verbraucht. Ja, um die das ganzen ist super. Eier zu machen. Bist du Hausmeister, von den ganzen Dinosaurier. Aha. Kommen Sie mal mit. Oh. Recht sind die ganzen Dinosaurier. Kommen Sie mal mit. Das freut mich, dass der Fortschritt jetzt endlich soweit ist. Die ganzen Ressourcen, die ich hierfür investiert habe, waren ja nicht gerade, naja, unkostspielig. Aber gut. Wir müssen nur schauen, dass wir es irgendwie schaffen. Wo müssen wir hin, Flo? Diese ich hab Klone. Keine Ahnung, warum sind wir überhaupt hier? Diese die Klone. Nahrungsbeutel. In die Welt zu kriegen. Wir müssen her. Ja, weil der Hausmeister hier ist. Wir müssen verhindern, was er macht. Aber wie? Ich weiß nicht, er hat irgendwas von Klonen erzählt. Lass uns mal dementsprechend zum Büro gehen. Er ist hier hin, das heißt, lass mal irgendwo anders hin. Okay, warte, lass uns hier rechts rum.
Aber die Klontanks, die sind dementsprechend schon vorbereitet und kalibriert. Warte, ja, ich hab's ins Büro. Oh, oh. Mein Herr. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht irgendwann weglaufen. Warte mal. Oh, da sind sie. Aber ich glaube, sie gehen an den linken Raum. Auf. Natürlich, mein Meister. Okay, oh, perfekt, okay. Warte, Flo, dann lassen sie rechts hingehen, oder? Wir können ja hier suchen, während die links sind. Dann sind wir mehr oder weniger in Sicherheit. Und wir suchen, was genau? Klone? Irgendwelche, Dingsies? Geht's hier hoch? Nee, sieht nicht so aus. Warte, ich guck mal unter der Treppe vielleicht. Hier willst du nicht hin. Was ist da oben? Nix. Da geht's es nix. Oh nein. Okay, ja gut, ich würde ungern irgendwo fallen und sterben. Also schätze ich mal. Warte mal, gehen wir hier rein. Oh, warte, Flo, komm offen. Her. Hier geht's rein. Brutmaschine? Brutmaschine und Vorrat. Also ein ganz. Was hatten die gesagt, oder dass die irgendwelche Kloneier haben in dem Inkubator? Das ist bestimmt das hier. Kann sein. Das ist nicht unbedingt gut. Was machen wir? Also, ich würde es jetzt erstmal nehmen, oder? Damit wir die. Glaubst du, es macht was? Was denn? Das hier? Ich weiß es nicht. Habe ich mir das eingebildet oder habe ich da was gerade gehört? Oh nein, wir müssen uns warten. Warte mal. Lass uns schnell die ganzen Eier nehmen und dann weglaufen. Okay, hier rein? Ja, komm. Hier rein. Oh, oh. Warte mal. Sind das wieder die von vorhin? Oh Gott. Okay, weißt du was, Flo? Wir werfen die Eier einfach runter, sage ich. Okay, was sagst du dazu? Okay. Einfach weg damit. Warte. Hier geht's ja eh den Abhang runter, als ob der die jemals wiederfindet. Komm mit, ich glaube, der kommt mit dir. Oh Gott, warte, Moment. Wo sind die Eier? Okay, ich glaube, der sucht erstmal noch in seinen Vorräten. Ne? Ein Eier habe ich noch. Ein Eier hast du noch? Was? Für. Wo sind? Für persönliche. Meine Jause. Oh mein Gott, wenn ich euch kriege. Oh Gott. Check dich. Verdammt, wo sind sie hin? Ist der hinter uns? Nee, oder? Ich mein. Igor! Ha, Igor! Igor! Hier unten! Igor, wo sind die Eier hin? Warte. Was ist meine? Du da wo hast also du die verdammten Eier hingetan? Die sind an dem Schreibtisch. Ich weiß nicht, versteck was du hier. Meinst. Warte, wo bist du? Verdammt. Hier, versteck dich! Im Gebüsch. Okay. Okay, du sagst, du hast noch ein Ei? Rege den Ausgang! Okay, den Rest habe ich schon mit. Gott, wir müssen hier irgendwie rauskommen, aber ohne dass er uns sieht. Siehst du, wo die sind? Verdammt. Hier ist keiner, glaube ich. Okay. Ich meine, wir sind jetzt ja auch nicht mehr so lange in der Welt, denke ich mal. Halbe Stunde war es ja. Helikopter starten jetzt. Oh nein, oh Gott, da ist er, das ist mein Gott. Wo sind die verdammt nochmal? Okay, die sind da reingelaufen. Wollen wir zurück oder? Ich weiß es nicht. Noch mehr Eier suchen. Oh ja, wir können gucken, auf jeden Fall, wenn wir, ja, sollten wir lieber gründlich sein, schätze ich mal. Hier ist gar nichts. Hier ist nichts mehr. Okay, ja, das ist wahrscheinlich der Helikopter, von dem er geredet hat. Okay, gut, ich würde sagen, warte mal. Ich meine, wir können uns auch einfach verstecken, bis wir zurückteleportiert werden. Ich habe das Gefühl, wir sind schon relativ lange in der Welt. Das ging ja halbwegs schnell immer. Okay. Hat er uns entdeckt? Oh mein Gott, er kommt! Ja, hallo! Oh mein Gott, nein! Nein! Das ist ein Ei. Oh mein Gott! Was? Du hast das! Du hast gerade den... Lauf! Na warte! Wenn ich euch kriege! Bleibt stehen! Wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Oh mein Gott! Okay. Ich hab mich rausgeholt, weil ich gedacht habe, dass ihr irgendwie in Gefahr seid. Okay. Ich hab das Gefühl. Beeilt euch! Sonst kommt der Hausmeister hier noch. Der kommt nämlich auch von dem Baum. Der kommt bei dem Baum hier raus? Ja, also beeilt euch. Rennt schnell weg. Okay, dann sollten wir das wahrscheinlich machen. Glaubst du, Flo? Ah! Okay, ich hab gerade meine Matte sogar fertig gemacht. Super. Meinst du, wir können. Weil ich gerne versuche, hier aus dem Büro raus, oder? Wenn der hier kommt, dann sieht er uns wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich hab den gesehen. Komm schnell. Was hast du gemacht? Du hast deine Hausaufgaben noch gemacht. Ja. Ja, stimmt, in der Welt hier vergeht ja keine Zeit, deswegen, nice. Ich meine, immerhin hast du denn deine Hausaufgaben. Hast du nicht wieder einen Strich für. Hey, Was gibt's? Was macht ihr hier? Habt ihr zufällig zwei? Pause. Leute, sind manchmal, ihr seid zwei. Hä? Was? Was reden sie? Wir sind nur einer. Was wollen sie? Also, was wollt ihr von mir? Warum seid ihr hier? Sie erinnern sich an den Unfall letzte Woche?
Was ist der auch genannt? Der Wiederholungstäter. Der Wiederholungstäter, der ständig hier und da mal einen kleinen Unfall hat. Hat er schon wieder den Tisch angezündet? Oh, verdammter Kacke! Ich weiß nicht, ob er den Tisch angezündet hat oder was anderes auf dem Tisch hinterlassen hat. Er fing, also ein bisschen so Fleischreste sollten sie finden. Ich brauche meine Hausaufgaben. Oh ja, Entschuldigung, hier. Warum? Hausmeister, er hat hier schon wieder das komplette Klassenzimmer überflutet. Oh Gott, überflutet? Dringend, kann ja nicht mal deinen Stuhl halten oder so, das ist Und er hat seinen Stuhl aufgegessen. Das steht alles unter Wasser. Hä? Ja, okay. Oh Gott. Dieser Klassenraum ist jetzt geschlossen. Geschlossen heißt, wir können nach Hause gehen? Nein, ihr geht einfach in einen anderen Klassenraum rein. Ja, welchen? Ja. Geht in die, wo nicht die Möbel nicht so. Aber da ist doch gar kein Lehrer. Ich glaube, wir gehen einfach nach Hause. Wissen Sie was? Das ist bestimmt die beste Idee. Ja. Ja. Ferien. Ja, komm, lass uns einfach gehen. So. Sommerferien. Ja. So, das war's dann auch mit dieser Folge Traum. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, über ein Abo. Falls ihr die letzten Folgen Traum noch nicht gesehen habt, blende ich euch in der Endcard nochmal die Playlist ein. Dann könnt ihr hintereinander weg die ganzen Folgen anschauen. Und genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was der Hausmeister als nächstes Böses im Schilde führt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!